sei die Gleichung in C Modul von z minus Modul von z plus i ist gleich zu z plus 1 mal i plus Modul von z plus 1 mit komplexer Unbekannten z. Klein a zeige, dass der Realteil einer Lösung gleich minus 1 ist, ohne die Module zu berechnen. Klein b bestimme das Vorzeichen des Imaginärteils einer Lösung, ohne die Module zu berechnen. Und klein c löse die Gleichung in der Menge c. Beginnen wir mit klein a und schreiben wir die unbekannte z in dieser Form x plus y mal i mit x und y reelle Zahlen. Unsere komplexe unbekannte z verwandelt sich also so in zwei reellen Unbekannten x und y. Und da man jede komplexe Zahl in dieser Form schreiben kann, ist das Modul jeder komplexen Zahl gleich zu Realteil im Quadrat plus Imaginärteil im Quadrat unter der Quadratwurzel. Somit wissen wir also, dass das Modul jeder komplexen Zahl eine reelle Zahl ist. Das nutzen wir in unserer Gleichung und erkennen so, dieses Modul ist eine reelle Zahl und dieses Modul ebenfalls. Also haben wir, eine reelle Zahl ist gleich zu einer komplexen Zahl plus eine reelle Zahl. Daraus können wir sofort schlussfolgern, dass diese komplexe Zahl eine reelle Zahl sein muss. Jetzt ersetzen wir z durch x plus y mal i und finden so, dass dieses Produkt eine reelle Zahl ist. Wir verteilen dieses i auf diese Klammer, so. Und da i² minus 1 ist, finden wir also, dass diese komplexe Zahl eine reelle sein muss. Der Realteil dieser komplexen Zahl, das ist minus y. Und der Imaginärteil dieser komplexen Zahl, das ist x plus 1. Und da die komplexe Zahl eine reelle Zahl sein muss, muss dieser Imaginärteil gleich 0 sein. Was also bedeutet, dass x minus 1 sein muss. Das heißt also, dass der Realteil von jeder Lösung dieser Gleichung minus 1 sein muss. Das halten wir hier fest. Jede Lösung der Gleichung schreibt sich in dieser Form minus 1 plus y mal i mit y reeller Zahl. Kommen wir jetzt zu klein b. Bisher wissen wir, dass jede Lösung z unserer Anfangsgleichung so geschrieben werden kann, z gleich minus 1 plus y mal i mit y reeller Zahl. Also können wir in unserer Gleichung z überall ersetzen durch minus 1 plus y mal i. Das ergibt dann diese Gleichheit. Hier sehen wir minus 1 plus 1, diese beiden Termen sind weg, und hier sehen wir auch minus 1 plus 1. Auch diese beiden Termen sind weg, und somit ergibt sich diese Gleichheit. Da i im Quadrat minus 1 ergibt und das Modul von y mal i, das Modul von y, das heißt der Betrag dieser reellen Zahl y ist, erhalten wir diese Gleichheit. Jetzt unterscheiden wir drei Fälle. Entweder die Zahl y ist gleich 0 oder sie ist streng positiv oder sie ist streng negativ. Kommen wir den ersten Fall, wenn y gleich 0 ist. Dann können wir in dieser Gleichheit y an diesen vier Stellen durch 0 ersetzen und erhalten diese Gleichheit. Aber das Modul einer komplexen Zahl kann nur dann 0 sein, wenn die komplexe Zahl selbst 0 ist. Nur die 0 hat als Modul 0. Also können wir daraus schließen, dass diese komplexe Zahl 0 sein muss.
Wenn wir dann noch dieses Modul rechts rübersetzen, dann erhalten wir, dass dieses Modul gleich minus 1 ist. Aber das Modul von egal welcher komplexen Zahl muss größer gleich 0 sein. Das kann nicht minus 1 sein, also haben wir da einen Widerspruch und somit wissen wir, dass y nicht 0 sein kann. Jetzt der zweite Fall. Was ist, wenn y streng positiv ist? Wenn y streng positiv ist, dann ist der Betrag von y gleich y. So. Und dann haben wir rechts minus y plus y, das heißt 0. Und da haben wir wieder diesen Fall, das Modul von einer komplexen Zahl ist gleich 0, woraus wir schließen, dass die komplexe Zahl selbst gleich 0 sein muss. Ich habe das hier so ein bisschen geordnet. Die komplexe Zahl links habe ich geschrieben in der Form Realteil plus Imaginärteil mal i und für die 0 rechts habe ich dasselbe gemacht. Das ist der Realteil plus Imaginärteil mal i. Diese zwei komplexen Zahlen können nur dann gleich sein, wenn ihre Realteile gleich sind und ihre Imaginärteile gleich sind. Schauen wir die Imaginärteile. Links ist es y und rechts ist es 0. Also muss y 0 sein. Das ist aber im Widerspruch mit unserer Annahme. Wir sind in dem Fall, wo y streng positiv ist, dann kann y also nicht 0 sein und demzufolge kann das nicht sein. Also, falls unsere Gleichung eine Lösung hat, muss ihr Imaginärteil y streng negativ sein. Also, je nach den Diskussionen hierüber, muss jede Lösung dieser Gleichung diese Form haben. Minus 1 plus y mal i mit y streng negativ. Da jede Lösung der Gleichung in dieser Form geschrieben werden kann, z gleich minus 1 plus y mal i mit y streng negativ, können wir in unserer Gleichung das z überall durch diese komplexe Zahl ersetzen und wir haben vorher schon gesehen, dass das zu dieser Gleichheit führt. Aber da y streng negativ ist, ist der Betrag von y minus y und somit haben wir hier rechts minus y, das heißt minus 2y. Hier haben wir das Modul von dieser komplexen Zahl und in C sagt man uns nicht, die Module nicht zu berechnen. Also berechnen wir dieses Modul, das ist die Quadratwurzel vom Realteil im Quadrat plus Imaginärteil im Quadrat. Somit erhalten wir diese Gleichung mit unbekannter y. Dieses y mal i setze ich hinter diese Quadratwurzel so, denn hier haben wir das Modul von dieser komplexen Zahl mit Realteil minus 1 minus diese Quadratwurzel und mit Imaginärteil y. Also das Modul von dieser komplexen Zahl, das ist die Quadratwurzel von diesem Realteil im Quadrat plus diesem Imaginärteil im Quadrat. Also so. Und hier zwischen Klammern können wir noch ein Minus ausklammern und das wird dann mit diesem Quadrat verschwinden. Somit erhalten wir also diese Gleichung mit der unbekannten y. Wir haben links und rechts streng positive Zahlen. Links ist es offensichtlich, rechts, wir wissen, dass y streng negativ ist und demzufolge ist minus 2 mal y streng positiv. Jetzt erheben wir beide Seiten im Quadrat, so erhalten wir diese Gleichung mit der unbekannten y. Y Quadrat setzen wir rechts rüber, da wird das zu minus y Quadrat
Und jetzt nehmen wir an beiden Seiten die Quadratwurzel. So erhalten wir diese Gleichung. Aber Vorsicht, die Quadratwurzel von 3y², das ist die Quadratwurzel von 3 mal Betrag von y. Aber da y streng negativ ist, ist der Betrag von y minus y. Daher also dieses Minuszeichen. Jetzt setzen wir diese 1 auch noch rechts rüber. Somit erhalten wir diese Gleichung. Und jetzt nehmen wir beidseitig das Quadrat, so dass diese Quadratwurzel verschwindet. So erhalten wir diese Gleichung. Dieses Quadrat rechnen wir aus. So verwandelt sich die Gleichung in dieser. Wir erkennen natürlich eine Gleichung zweiten Grades mit der unbekannten y, die wir in gewohnter Form schreiben. Wir lösen diese Gleichung zweiten Grades mit der unbekannten y mit der sogenannten Mitternachtsformel. Y ist also minus Koeffizient von y plus minus die Quadratwurzel von Koeffizient von y im Quadrat minus 4 mal Koeffizient von y Quadrat mal unabhängiger Term geteilt durch 2 mal Koeffizient von y Quadrat. Unter der Quadratwurzel können wir eine 4 ausklammern. Diese ausgeklammerte 4 darf dann aus dieser Quadratwurzel raus und wird dann dazu 2. Die Quadratwurzel von 4 ist 2. Jetzt können wir diesen Bruch durch 2 kürzen und erhalten so für y 2 Möglichkeiten, die eine mit Plus und die andere mit Minus. Aber die Möglichkeit mit Plus ergibt eine streng positive Zahl für y. Wir wissen aber, dass y streng negativ sein muss, also gilt hier nur die Lösung mit dem Minus, was also heißt, y ist minus Wurzel 3 minus 1 minus diese Quadratwurzel geteilt durch 2. Somit haben wir den Imaginärteil y von der Lösung dieser Gleichung gefunden. Diese Gleichung hat also nur eine Lösung und die schreibt sich in dieser Form. Minus 1 plus Imaginärteil, das heißt dieser Bruch, mal i. Und in diesem Bruch habe ich noch ein Minus ausgeklammert und dieses vor den Bruch gesetzt.